Erstmal muss ich den Weg hier rausfinden. Weil hier ist auch kein Knopf mehr oder so. So, der ist tot. Oh. Wenigstens funktioniert der Stab. Das Problem ist, ich höre gerade wieder viel zu viel Viehzeug. Gut. Die Kleinviecher sind jetzt kein Problem. Das gebe ich zu. Nur ohne Magie gegen einen Golem oder mehrere Golems zu kämpfen, vor allem gegen mehrere Golems zu kämpfen, ohne sich irgendwo zurückziehen zu können, das ist ekelhaft. Das ist auch ekelhaft. Astrid, das Platzieren zweier großer Planken über zwei unserer geheimen Knöpfe war sehr aufwendig. Wann hast du vor, die versteckten energieproduzierenden Erze einzusammeln? Morgen. Guck jetzt erst einmal. Achso, das hier waren mal die Lager für die Bergarbeiter, für die Sklaven. Und ja. Genau das ist mein Problem. Hier geht Maki hier. Magie geht, yay. Hier drin nicht.
Das ist jetzt etwas nervig. Ah, Gott sei Dank. Na gut, das hier sind die Minenbezirke. Ich sehe schon, das wird anstrengend. Hier drin geht Magie. Noch. Jetzt muss ich erstmal den Dicken hier ausschalten. Vergiss, ich habe hier Zauber. Das hier ist garantiert irgendwas Rätselmäßiges. Mhm. Das bringt mich irgendwo da drüben runter. Nur will ich da jetzt erst rein? Oh. Die hebe ich mir für den Schluss auf. Mal gucken, macht... Ja, das vergiftet, okay. Wo ist mein Cure Poison? So, dankeschön. Was machst du nochmal? Health Capacity increasen. Das ist nicht schlecht. Hier wäre was. Da komme ich auf die andere Seite, oder? Das macht das auf, okay. Ja, ich bin auf der anderen Seite angekommen, oder? Oder auf einem... an einem Teil der anderen Seite. Hi. Okay, ich trete den Rückzug an.
Das war jetzt nicht gut. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon mal einen Weg auf die andere Seite gefunden, um dort die Kokors zu einen Teil der Kokors wenigstens zerstören zu können. Vielleicht kann ich zwei oder drei zerstören, dass dann nur noch ein paar Viecher rumkrebsen. Ja, erstmal hier ein bisschen säubern. Ja. Und von den Zerbrochenen werden sie nicht mehr respawnen, stand da. Da habe ich jetzt gerade einen Teleporter angemacht. Ja. Hi du. So. Nahrung sieht bei noch gut aus. Ich glaube, ich werde mal an dich ein Leechfleisch verfüttern. Jo, hat was gebracht, hat dich aber auch gestunt. Man merke, Leechfleisch ist wertvoll, hat aber kleine Nebenwirkungen. So. Wenn ich hier runterspringen würde, würde ich irgendwo da landen. Mich interessiert aber erst einmal... wohin du führst. Schnecken. Hi.